Rammstein Paris. Aufgenommen mit jeweils 30 Kameras an zwei Abenden in Paris-Bercy. Eine Herausforderung für die Berliner Band. Man ist mal hin und her gerissen zwischen gut aussehen und gut spielen. Das ist bei uns nicht unbedingt immer das Gleiche. Ich habe das gute Aussehen gewählt. wenn man gut spielt, müsste man die Gitarre eigentlich sehr hoch hängen. Und das sieht aber optisch jetzt nicht so gut aus. Und je tiefer die Gitarre hängt, umso cooler sieht man aus. Also umso schlechter kann man auch spielen. Ich habe ganz tief gehangen. Sie sind durchaus umstritten, Rammstein. Polarisieren auch wegen ihres martialischen Auftretens. Sie sind aber auch extrem erfolgreich und das weltweit, trotz ihrer deutschen Texte. Wir haben dann auch natürlich auch versucht, gerade im Ausland mit unseren Feuerelementen oder Lichtelementen und Effekten so eine Brücke zu schlagen, ja, und so dadurch auch ein bisschen Energie wieder rüber zu kommen, wenn die Leute den Text halt nicht verstehen. Und das funktioniert irgendwie ganz gut bei uns. Ja. Feuer ist international. Und wenn es knallt, freuen sich alle. So wie die zurzeit extrem erfolgreichen Musiker von Bilderbuch aus Wien. Ich glaube, das Feuer besonders ist sehr besonders. Und wenn man eingeladen wird, sich sowas überhaupt mal in der Volksbühne anzuschauen, ist natürlich auch eine Ehre. Deswegen sind wir auch hier. Ein großer Fan von Rammstein ist auch Schauspieler Tom Schilling. Weil ich, als ich jung war, das Extreme gesucht habe und die Subkultur. Und das war das Subkulturigste, was ich finden konnte. Ja, also es war extrem kompromisslose Musik, sehr, sehr finstere, abgründige Texte. Und trotzdem wohnt in dieser Musik eine große Liebe. Rammstein präsentieren ihren inzwischen vierten Konzertfilm. Die letzte Platte liegt 8 Jahre zurück. Wir sind mittlerweile schon 35 Songs, die fast fertig sind. Also das Warten lohnt sich. Und sie werden auch fertig? Das ist immer die große Frage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute Platte rauskommt, ist sehr hoch. Weil wir haben ja schon 6 gute. Ich finde, wenn gerade nichts heraus möchte, dann soll auch nichts heraus. Besser als eine halbgare Platte. Und ich glaube, die werden sich aber trotzdem nochmal zurückmelden. Mit einer sehr großen Platte. Rammstein Paris läuft ab nächster Woche 3 Tage in ausgewählten Kinos.